Hallo und herzlich willkommen bei unserem heutigen Thema des Tages. Und Thema des Tages ist heute Sport. Ja, und jetzt in der heißen Jahreszeit ist es doch schön, wenn ich entscheiden kann, wann ich Sport mache. Mache ich es vielleicht früh morgens, wenn es noch nicht so heiß ist, oder spät abends, wenn es wieder ein bisschen abgekühlt ist und nicht in der prallen Hitze, wenn vielleicht die Öffnungszeiten von Fitnesscentern sind. Da sieht man zurzeit sowieso keine, die sind lieber alle im Schwimmbad. Aber man sollte sich ja trotzdem ein bisschen bewegen. Und Kathi hat uns heute tolle Sportgeräte für zu Hause mitgebracht, sehr, sehr effektiv und auch vor allem sehr leicht zu bedienen und zu jeder Zeit, wann ich will. Genau, zu jeder Zeit, wann Sie zu Hause Sport machen wollen, können Sie Sport machen. Und es geht ja gar nicht darum, wirklich irgendwie ein intensives, wirklich schweißtreibendes Training zu machen. Es ist wirklich wichtig, dass man sich regelmäßig bewegt. Mhm. Und das kann man ja wunderbar, wenn man das Gerät zu Hause hat. Und natürlich, dass man halt ein bisschen was tut, gerade auch für Einsteiger wieder, dass man ein bisschen aktiver wird, dass man was für seine Muskulatur tut und für seine Gelenke. Und da habe ich wirklich schöne Geräte heute dabei. Einmal ein Vibrationstrainer, den sehen wir hier jetzt gerade, und dann noch eine Fitnessstation. Und mit diesem Vibrationstrainer wollen wir starten. Und das ist ein ganz besonderes Gerät, denn Ihnen fällt vielleicht direkt auf hier, das ist direkt mit Haltegriffen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, also nicht nur Haltegriffe, sondern mir fällt gleich dieses wahnsinnig übersichtliche Display auf. Da haben wir also viel, viel mehr Funktionen, Möglichkeiten als bei herkömmlichen Vibrationstrainern. Würdest du uns das kurz mal erklären? Genau, gerne. Also direkt fällt erstmal auf, dass wir hier bei diesem Gerät, so wie es jetzt hier ist, eine Pulsfunktion direkt mit haben. Das hängt nämlich direkt mit den Haltegriffen auch zusammen, die wir gerade angesprochen haben. Weil in diesen Haltegriffen rechts und links hier, Sie sehen diese silbernen Applikationen hier an der Seite, da sind Pulsmesser mit verbaut. Das bedeutet, während des Trainings kann ich mich die ganze Zeit kontrollieren, kann schauen, wie ist mein Puls, trainiere ich vielleicht in einem zu hohen Pulsbereich, oder viele ältere Menschen natürlich auch müssen sehr auf ihren Puls achten. Ja. Gerade wenn sie im Sommer was für sich tun wollen, ist es ganz wichtig, darauf ein bisschen zu achten. Und dann haben sie hier die Möglichkeit, sich wirklich toll zu kontrollieren bei diesem Gerät. Das heißt, einmal schön mit den Haltegriffen aufsteigen aufs Gerät, sich schön festhalten hier dabei. Man hat die absolute Sicherheit auch direkt und natürlich zusätzlich noch die Pulsmesser als Sicherheit. Genau. Mhm. Und ganz einfach in der Bedienung, also du siehst das große übersichtliche Display. Ja. Hier ist der An- und Ausknopf und dann geht direkt hier ein Timer los. Der ist immer auf 10 Minuten eingestellt, denn 10 Minuten Training pro Tag reichen hier völlig aus. Mhm. Also unglaublich in 10 Minuten. Und Sie wissen ja, ich stehe auch regelmäßig auf dem Vibrationstrainer. Mhm. In 10 Minuten macht man so viel wie herkömmlich mit 90 Minuten Training. Und es ist wirklich effektiv. Und erklär doch unseren Zuschauern nochmal, Kathi, wie das funktioniert mit der Vibration. Was da passiert? Wir haben hier unten die Vibrationsplatte, auf der ich jetzt stehe. Und die bewegt sich hin und her. Hier bei diesem Gerät, auf dem ich jetzt stehe, haben wir Einstellungsmöglichkeiten bis zu 50 Frequenzstufen. 50 also verschiedene Einteilungen. Mhm, das ist genau. Also ich habe jetzt noch Stufe 1, da sieht man, die Platte bewegt sich doch relativ ruhig. Ich kann es natürlich hochregulieren. Ich mache es jetzt mal auf eine 10, damit man mal ungefähr sieht, das ist jetzt eine 10. Das ist natürlich dann schon ein bisschen intensiver, aber ich kann es bis zu 50 Frequenzstufen hochregulieren. Und durch diese Vibration der Platte wird jetzt meine Muskulatur im Körper angesprochen. Und da sieht man direkt hier die Muskulatur. Quasi dadurch, dass sich die Platte bewegt, der Boden bewegt, reagiert meine Muskulatur. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen, Sie werden es kennen, wenn Sie über Sandboden laufen oder über Kiesboden oder einfach mal von einer Treppenstufe runtersteigen, da reagieren die Muskeln ja auch von alleine. Und das ist dieses tolle Prinzip hier von einem Vibrationstrainer, denn Ihre Muskulatur reagiert selbstständig, ohne dass Sie bewusst jetzt die Muskeln anspannen müssen. Ja, das kann ich nur bestätigen. Man steht drauf und denkt, was passiert hier, und merkt aber wirklich, dass etwas passiert, und zwar bis in die tiefen Muskulatur. Und das ist ja das Geheimrezept dieser Vibrationstrainer. Und das macht doch so Spaß. Das ist ja das Tolle. Deshalb ist es so ein schönes Training, weil es einfach so viel Spaß macht, weil man gar nicht so intensiv da drauf stehen muss und sagen muss, oh, ich streng mich jetzt an. Nein, Sie stellen sich einfach drauf und Ihre Muskeln machen das von alleine. Ihr Körper macht das von alleine. Und das ist das Schöne. Und egal für welches Alter und egal auch für welche Trainingsintensität. Also ganz egal, ob ich blutiger Anfänger oder Vollprofi bin, weil Vollprofis machen das auch, Skirennsportler zum Trainieren, ganz einfach. Oder in allen Fitnessstudios mittlerweile solche Vibrationsplattformen vorhanden. Das zeigt ja, wie effektiv die sind. Und hier für Anfänger würde ich mal sagen, besonders gut geeignet, weil ich mir noch eine gewisse Stabilität holen kann. Genau, also gerade auch für ältere Menschen, die ins Training einsteigen,
einsteigen wollen, die sagen, ja, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich merke, ich werde ein bisschen steifer, aber ich möchte etwas für mich tun, die jetzt an diesem Punkt sind, und das sind sie vielleicht zu Hause, dann ist das jetzt mit so einem Vibrationstrainer ihre Chance. Sie haben hier volle Sicherheit, weil sie hier mit diesen tollen Haltegriffen auf die Platte aufsteigen können, weil sie sich während des Trainings auch wunderbar erstmal an diesen Haltegriffen festhalten können. Und welche Muskulatur wird jetzt hier trainiert bei mir im Körper? Das kommt ganz auf deine Übungen an, die du machst auf diesem Vibrationstrainer. Da kommt auch eine Beschreibung, eine deutsche Anleitung natürlich zu Ihnen mit nach Hause, wo viele Übungen erklärt werden. Und gerade jetzt, wenn ich so eine Einsteigerübung mache, also zum Beispiel einfach erstmal drauf stehen, mit so die Beine circa schulterbreit auseinander, mich hier festhalte, da merkt man direkt, das geht jetzt in den Beinen hoch, das geht hier in den Popo rein, das geht dann oben aber auch in den Bauch mit rein und in den Rückenbereich. Also das zieht sich wirklich einmal ganz hoch am Körper. Und das ist ja das Schöne, du trainierst viele Muskelgruppen gleichzeitig. Ja, und ganz unabhängig von Training, es macht einfach Spaß. Das können wir aus allererster Hand erzählen, weil ich stehe mittlerweile auch regelmäßig auf dem Vibrationstrainer, ja, seit fast 10 Monaten. Und ich muss sagen, ja, wenn man da mal sich einen festen Plan gemacht hat und das wirklich regelmäßig durchzieht, dann hat man täglich Erfolge. Man merkt wöchentlich, wie man fitter wird. Und ein ganz positiver Nebeneffekt, die Pfunde purzeln, ohne dass man noch viel mehr dazu machen muss. Und das einfach. Erzähl mir bitte unseren Zuschauern, Ralf, wie viele Kilos hast du jetzt ab? Weil bei dir kann man wirklich von Kilos schon sprechen und nicht von Pfunden. Das ist für Sie wirklich ganz, ganz spannend, das auch mal zu sehen. Also man sieht es wirklich bei Vorher-Nachher-Bildern. Ja, wie viel Kilo waren Hier ist ein bisschen weniger geworden, ja, es sind 20 Kilo. 20 Kilo, haben Sie das gehört? 20 Kilo mit ein bisschen Vibrationstraining und Ernährungsumstellung. Genau. Das kann so einfach sein und das schaffen Sie zu Hause auch. Legen Sie los, probieren Sie es einfach mal aus, weil es macht wirklich Spaß und man kann es gut in den Alltag integrieren. Richtig, richtig. Und vor allem, jetzt muss ich sagen, der ist auch klein und sehr, sehr kompakt. Ich kann den irgendwo in eine Ecke stellen und dann vor allem zu jeder Tages- und Nachtzeit, ganz unabhängig wie das Wetter ist, kann ich hier draufstehen. Und das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt. Also ich bin auch so einer, der nicht gerne ins Fitnesscenter geht und mich da begaffen lasse und was weiß ich. Und die Superathleten, die Modellathleten überall nebendran. Zu Hause kann ich das ganz bequem machen. Jeden Morgen nach dem Aufstehen, ja, 10 Minuten drauf. Ich mache das Frühstücksfernsehen an, informiere mich noch ein bisschen. Bis dorthin ist der Kaffee fertig und dann fängt der Tag schon mal richtig entspannt an. Ja, das finde ich auch. Und man fühlt sich wirklich auch viel besser, wenn man ein bisschen Sport macht. Und mit so einem Vibrationstrainer haben Sie alle Möglichkeiten. Wie gesagt, tolle Einsteiger. Übung. Sie haben ja aber auch die Möglichkeit, auf 3 Automatik-Trainingsprogramme zuzugreifen. Die können Sie hier vorne über dieses Programm A einstellen. Das sind die Automatikprogramme. Da laufen unterschiedliche Frequenzen, die einen dem Körper und die Muskulatur dann individuell nochmal ansprechen. Und wir haben hier zusätzlich noch was Schönes. Die Expander hier rechts und links, die kann ich dann, wenn ich ein bisschen fortgeschrittener bin, auch wunderbar mitnehmen, um zum Beispiel meine Arme auch noch toll zu trainieren. Also wenn ich dann stabil draufstehe, das werden Sie selber merken, das wird nach wenigen Tagen der Fall sein, dann kann man auch die Arme noch trainieren. Und Lautsprecher haben wir auch noch mit drin. Ja. Hier verbaut, da schließe ich dann einfach mein Smartphone oder MP3-Player an. Genau, einfach und habe dann hier wunderbar die Beschallung direkt auf mich. Dann kriege ich noch Motivationsmusik und dann ist es das perfekte Training. Und das gibt es für 313,41 €. Die Profi-Fitnessstation hier mit dem Vibrationstrainer und Trainer unterstützt Ihre Koordination und Ihr Muskeltraining. 3 automatische Modi mit variierenden Frequenzen, also hier immer steigend und wieder fallend und dann natürlich noch der Pulsmesser und der integrierte Lautsprecher. 313,41 € mit der Bestellnummer NX1107 und der 569. Jetzt weiß ich von dir, Kathi, dass du viel mehr der Läufertyp bist. Ja? Und da gibt es ja viele unserer Zuschauer, sagen auch, ich würde sogar mal laufen, aber erstens mal, wo finde ich eine anständige Strecke zu Hause, wo kann ich laufen? Dann Verletzungsgefahr, dann das Wetter, entweder die Hitze oder Regen oder ähnliches. Aber wir haben hier ein perfektes Laufband und noch viel, viel mehr. Ja. Aber das wird uns Kathi jetzt erklären. Das ist eine richtige kleine Trainingsstation, mit der Sie Ihren gesamten Körper trainieren können. Erstmal natürlich Hauptaugenmerk ist hier unser tolles Laufband. Das ist wirklich eine klasse Sache. Und wenn Sie jetzt sagen, oh, die Trainingsstation ist mir aber zu groß, wie soll denn die in meine Wohnung passen? Ich zeige Ihnen mal das was Schönes direkt am Anfang. Vor allem, Sie sehen jetzt eine Hand von mir und ich als Frau, Ralf, braucht mir nicht helfen. Ich wollte gerade sagen, als Gentleman müsste ich dir jetzt eigentlich helfen, aber wir wollen Ihnen zu Hause zeigen, wie einfach das ist.
Also kinderleicht. Du siehst einen Handgriff und schon ist es hochgeklappt und runter geht auch ganz einfach. Da kickt man hier unten einfach einmal so kurz gegen und dann fängt das an runterzufahren, aber auch automatisch. Also Sie müssen nichts machen. Ich finde es schön, diese Hydraulik. Auch der geht ganz flüsterleise auf den Boden. Man braucht gar keine Angst haben, dass irgendwas draufsetzt. Gar nicht. Er passt sich ganz, ganz langsam in wenigen Sekunden an. Das ist schon mal eine tolle Sache. Ich kann ihn auch leicht transportieren, wenn er hochgeklappt ist. Hat überall Rollen auch unten drunter. Also die gesamte Station, die kann man auch noch leicht flexibel hin und her schieben durch diese Rollen. Also toll gemacht. Und dann haben wir natürlich hier ein wunderschönes Laufband. Mhm. Und es geht ja gar nicht unbedingt ums Joggen oder Rennen, sondern was ich wirklich auch persönlich viel mache, ist halt das Nordic Walking. Also über eine längere Minutenzahl und dann aber wirklich mit einem entspannteren Puls, bisschen niedriger und einfach schön Nordic Walking machen. So, jetzt erklär unseren Zuschauern doch erstmal, was das Rote hier ist. Das ist ganz wichtig. Das wird am Anfang immer angelegt. Das ist ein kleiner Sicherheitsschnupsi, sage ich immer. Den mache ich einfach immer vorne bei mir dran. Weil gerade, wenn man auf dem Laufband steht, Sie kennen das vielleicht, man fängt mal an zu husten, vielleicht läuft der Hund durch die Beine zu Hause oder irgendwas ist, man schwitzt, man erschrickt sich irgendwie, dann geht dieser Sicherheitsstöpsel hier vorne vom Display ab. Und das Gerät stoppt sofort. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Sie sehen das, schauen Sie, da geht das alles auf Null. Ich kann das auch gleich nochmal zeigen, wenn das Gerät an ist. Da stoppt es wirklich sofort. Also sollte man irgendwie in Stolpern kommen oder ähnliches, dann mit der Schnur automatisch auf Null und es kann nichts mehr passieren. So, jetzt hast du auf Start gedrückt, dann haben wir den Countdown gesehen. Und jetzt, ich muss gleich mal fragen, 1 Kilometer. Und wenn jetzt der vor mir trainiert hat, mal so einen Dauerlauf mit 9 Kilometern gemacht hat, muss ich da erst vorher kontrollieren, wie die Geschwindigkeit eingestellt ist? Nein, überhaupt nicht. Das fängt immer wieder bei einem km/h, also ganz, ganz langsam an. Da muss man keine Angst haben. Und ich kann es ja gerne nochmal ausmachen, dass wir nochmal sehen, wie es dann anläuft. Weil es ist immer dieser Countdown, wenn ich drauf drücke. Du siehst 5, 4, 3, 2, 1 und dann läuft es ganz langsam los. Also man muss vor diesem Laufband dann überhaupt keine Angst haben. Natürlich alle Sicherheitsaspekte hier auch total bedacht. Schau mal, diese Lauffläche ist toll gummiert, also da kann man auch nicht ausrutschen. Man hat die Banden noch an der Seite, wenn man mal pausieren möchte. Also hier wurde wirklich an alles gedacht. Und auch hier wieder ein ganz großer Sicherheitsaspekt, den ich ganz toll finde bei diesem Laufband, sind hier wieder die tollen Haltegriffe. Das heißt, ich habe die ganze Zeit, wenn ich aufsteige, absolute Sicherheit und kann mich die ganze Zeit festhalten. Und ich kann hier auch die Funktionen hier einstellen. Speed sehe ich hier, also die Geschwindigkeit, einfach ohne loszulassen. Und auch Steigungen kann ich einstellen. Ja? Genau, ich mache jetzt hier mal die Geschwindigkeit ein bisschen schneller. Wow. Und das mache ich hier an der Seite, also direkt über die Haltegriffe. Ich brauche die gar nicht loslassen, ich kann mich die ganze Zeit festhalten und dann kann ich, wie du gesagt hast, auch eine Steigung einstellen. Das ist ganz interessant für Leute, die ihre Muskulatur ein bisschen mehr beanspruchen wollen oder vielleicht auch gerne wandern gehen, wo halt gerne mal Steigungen sind und sie darauf so ein bisschen sich vorbereiten wollen. Da haben wir hier diese Tasten, diese Pfeiltasten. Ich fahre das mal ganz hoch. Wir haben 15 Steigungsgrade bei diesem Gerät. Schau mal, wie langsam das unten hochfährt. Wow. Da sieht man das. Und das simuliert quasi dann einen Berglauf. Also als ob ich einen Hügel hochlaufe. Ja, ich bin hier jetzt auch komplett überrascht oder positiv überrascht auf jeden Fall, dass es eigentlich geräuschlos ist. Man hört nur deine Schritte, aber das ist ja angenehm. Aber ansonsten kein Motor surren oder ähnliches. Und auch jetzt, die Steigung hier geht komplett geräuschlos von sich. Aber man sieht schon, du läufst jetzt schon ganz schön einen Berg hoch. Genau, jetzt wird auf jeden Fall auch die Muskulatur hier hinten am Popo mit trainiert direkt, wenn man dann eine kleine Steigung hat. Also das ist ganz, ganz angenehm direkt. Aber ich fahre es jetzt mal wieder runter, weil das wird schon sehr anstrengend. Also gerade bei Stufe 15 direkt. Ja, das kann ich mir vorstellen. So laufend, bergauf laufen. Jetzt hast du vorhin was gesagt, Nordic Walking. Da muss ich dir gleich noch was in die Hand drücken. Weil ist ja gleich mit dabei. Dann kann ich das noch ein bisschen unterstützen, nämlich zwei Hanteln. Und das finde ich richtig toll, dass es hier eben integriert ist. Im Lieferumfang direkt mit dabei zwei Hanteln und zwar 1 Kilo. Die sind ganz leicht und die können Sie schön mitnehmen, gerade wenn Sie Nordic Walking Fan sind. Normalerweise haben Sie ja immer Ihre Stöcke dabei, um den Oberkörper aufrecht zu halten, um die Arme dementsprechend noch mitzunehmen, auch immer im Bauch schön reinziehen, festbleiben. Das können Sie hier gut machen. Einfach die Hanteln dann mitnehmen und schon geht's los. Vor allem Wind und Wetter unabhängig. Jetzt ist ja nicht der Regen das Problem oder die Kälte, sondern eher die Hitze. Ab nächste Woche sollen wir wieder an die 40 Grad bekommen und dann draußen Nordic Walking machen, ist dann schon sehr, sehr gefährlich. Dann mache ich es doch lieber morgens zu Hause und das kann ich hier eben. So, und unser Display ist aber noch viel umfänglicher. Ich sehe
die hier oben, so solche Einzeichnungen. Erklär unseren Zuschauern doch mal, was es damit aussieht. Wir schauen hier einmal direkt drauf. Und zwar haben wir hier oben diese Zeichnung, die wir jetzt sehen, das sind voreingestellte Trainingsprogramme, die ich anwählen kann. Zum Beispiel ein Aufwärmprogramm, dann haben wir hier einen 5-Kilometer-Lauf zum Beispiel, ein Gewichtsreduzierungsprogramm. Also das ist hier alles mit bei, das kannst du hier über diese Funktionstasten direkt anwählen. Klasse. Also quasi wie so ein kleiner Personal Trainer, der dann mit zu Ihnen nach Hause kommt. Können Sie sich auch mal durchprobieren, können Sie mal testen. Und wir sehen hier auch gerade schön das übersichtliche Display, weil das ist auch ganz spannend. Du hast hier alles direkt auf einen Blick. Einmal die Zeit, die du schon zurückgelegt hast. Ja. Dann die Distanz, die du schon zurückgelegt hast. Dann hast du hier die Kalorien, die du verbraucht hast. Und hier wird der Puls angezeigt, denn Pulsmesser haben wir auch. Die sind hier in den Haltegriffen wieder rechts und links direkt verbaut. Wenn ich die umfasst halte, dann wird mir vorne direkt mein Puls angezeigt. Ja, und oftmals ist ja beim Sportmachen der schlimmste Gegner der innere Schweinehund, bis man erst mal angefangen hat. Aber hier haben wir noch ein paar Motivationshilfen. Du hast ja schon mal eine hier hingelegt. Und das ist ja auch richtig praktisch. Da können wir also nebenher noch ein bisschen Zeitschriften lesen, mal ein bisschen blättern, vielleicht auch lernen. Ja, hier vorne ist extra so ein Ständer. Das ist das Tolle. Da kannst du die Zeitung schön drin aufstellen, kannst dann aufschlagen, kannst ein bisschen was lesen. Und ich habe gemerkt, wenn ich so eine Zeitschrift hier mal so durchblätter und mir das anschaue, ich brauche genau 15 Minuten für eine so eine Zeitung. Und das weiß ich immer schon, dass ich da ungefähr 15 Minuten brauche. Und dann weiß ich, ich habe 15 Minuten, bin ich schön gelaufen, ein strammer Lauf einfach, also Nordic Walking quasi, und dabei schön eine Zeitung durchgeblättert. Das macht man ruckzuck, das macht richtig Spaß. Da freut man sich mal, dass die neue Zeitschrift rauskommt und dann absolviert man seine 15 Minuten auf dem Laufband und liest dabei schön. Jetzt ist das Laufband aber nicht nur geeignet für Nordic Walking, sondern ich kann hier auch richtig losjoggen. Ja, klar. Also es ist auch wirklich für Profis geeignet. Das sieht man an der langen Lauffläche auch. Du siehst ja hier, wie weit ich hier nach hinten überhaupt komme. Also wirklich eine große Lauffläche auch für große Schrittlängen. Das ist wirklich toll geeignet und ich kann natürlich auch richtig, richtig schnell laufen, das ist überhaupt kein Problem. Aber wir haben natürlich noch viel mehr. Einmal zur Motivation hier vorne wieder Lautsprecher, damit ich hier mit den Klinkekabeln Musik anschließen kann. Das ist erstmal ganz wichtig. Aber wir sprechen hier nicht nur von einem Laufband, sondern von einer richtigen Fitnessstation. Und das zeigen wir jetzt vorne nochmal, was wir da alles mit dabei haben. Wir haben ja hier noch viel, viel mehr. Und ich muss sagen, das sieht ein bisschen gefährlich aus. Hilfe. Gefährlich? Aber Quatsch. Aber es ist sehr, sehr angenehm, hast du mir gesagt. Ja? Das ist ein Bandmassagegerät, was hier integriert ist. Und das ist natürlich toll, gerade für die Damen auch. Ich spreche hier mal die Problemzonen an. Also hier, genau, Bauchbeine, Po, Zellulite, Orangenhaut. Hier sehen Sie dieses tolle Bandmassageband mit den unterschiedlich hohen Noppen. Und das nehme ich hier einfach raus. Mach das um meinen Po zum Beispiel rum oder um die Oberschenkel oder wo ich halt eine Problemzone habe. Und dann schalte ich das ein und dann kann ich mich hier ganz toll verwöhnen lassen und kann meinen Po hier mal so durchmassieren lassen. Und gerade an den Stellen, wo hier die Orangenhautzellulite sitzt, das wird schön durchblutet und das strafft natürlich das Gewebe. Also erst ein bisschen Training machen und sich danach ein bisschen massieren lassen. Oder auch mal zwischendurch eine Massage. Das ist ja auch richtig klasse. Und ja, ich habe das früher, ich kenne das noch aus meiner Jugend, da waren das Riesengeräte, die waren unbezahlbar und hier ist es sogar mit in der Kombination. Das ist also wirklich unglaublich und vor allem auch wunderbar angenehm. Sehr, sehr angenehm. Kannst du halt überall rumlegen, auch hier an die Seite mal, an den Oberschenkel, wenn Sie Ihre Oberschenkel ein bisschen durchbluten und straffen wollen. Das geht hier alles wunderbar und kann man dann halt danach oder davor machen. Und natürlich noch weitere tolle Möglichkeiten, weil wir haben ja auch noch eine Sit-Up-Bank integriert und die ist halt wunderbar, um auch noch die Bauchmuskulaturen ein bisschen anzusprechen. Schau mal hier unten mit zwei Halterungen. Da werden einfach die Füße drunter geklemmt, entweder unten oder oben. Und dann kannst du hier noch schön ein bisschen was für deinen Bauch tun. Und da haben wir auch genug Stabilität, weil oftmals, es gibt ja Leute, die möchten das machen, aber wo klemmen sie dann die Füße ein? Unterm Sofa, dann verrückt Sofa oder ähnliches. Also hier kann man das perfekt machen. Und oben drüber sehen wir auch gleich die Halterungen für die Hanteln, die ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind. 2x1 Kilo für perfektes Training. Also das ist so eine Rundum-Fitnessstation und die wieder mal zum TV-Sonderpreis für 512,91 €. Alles, was
man braucht, um eben richtig fit zu werden. Ja. Unabhängig vom Wetter, unabhängig von irgendwelchen Fitnesscentern, sondern nur bei Ihnen zu Hause. Und das Ganze gibt es mit der Bestellnummer NC 5585 und der 569. So, jetzt haben wir Ihnen schon mal zwei Geräte heute gezeigt zum Thema des Tages für uns. Sport einfach zu Hause. Und seien Sie gespannt. Es gibt noch mehr heute.